wir schon am Parkplatz. Team Nederland im Anmarsch. Die bunten, nicht die blauen. Ja, aber wir müssen noch. Nee, aber da in der, ich hätte mindestens 20, noch mehr. Sag schon. Ja, wir haben gerade den Führenden hinter uns gelassen, aber nur erstmalig. Muskulärer Probleme aufgeben. Das ist schade, aber ihr müsst durchhalten, ganz wichtig. Ihr müsst über 400 bleiben. Heute die Strecke 22,3 Kilometer, 295 Höhen. So, da sind wir wieder. Die Schule in Dickenberg. Kaczynski auf dem Dickenberg, nur knapp hinter Ackermann. Ja, gerade im Bus war der Ackermann knapp hinter mir, so kann es gehen. Ja, und Silke sagt, Stefan Ziederlauf im Bild. Ihr seid prominent. Mal wieder besoffen, wenn man den Gust-T-Shirt sieht. 20,3 Kilometer, 295 Höhenmeter und das ist das Richtige. Herr Claudi hat heute Sommer befohlen. Und auch der Finder ist vertreten. Schönen Gruß an Alex Holm. Aber? Du bist ja absolut am Profi. Kannst du mal sehen. So, wirklich zum Start. Ja, Bronze, Silber und Gold sind wir raus, glaube ich. Ne? Kann sein. Selbst in der Altersklasse. Ah, der Brauerei-Dackel. Wir stehen voller Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Sozialismus in seinem Dorf halten wir auch noch Ehren auf. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mein letzter Blick auf meine Frau. Ich glaube, ich mag die Spiel nicht mit. Also heute wirklich nur ankommen. Morgen möchte ich auch. Und da vorne war immer ein Stau. Mal gucken, ob sie den entschärft haben. So, es geht um Single Trail. Die Kuhglocke wieder. Dankeschön. So Leute, ab hier nur noch ein Marathon. Hi. Mach mal was geht. Seltenes Bild. So.
Dankeschön. Ja, schade, Leute. Ich merke mein Knie ganz gewaltig. Gerade beim Herablaufen. Jetzt sind wir durch den schönen Wald am Uflinger Berg. Was Michael von erzählt hat. Sehr schön. Dankeschön. Super. So, jetzt wird schon wieder scheppig. Berg hoch. Ach, mein Knie geht nicht. Scheiße. Freunde, jetzt ganz vorsichtig. Gerade ein Riesenstich. Dann nutze ich die Gelegenheit, erzähle mal ein bisschen was zu Dickenberg. Dickenberg ist diesmal nicht ganz so alt. Erst seit dem 16. Jahrhundert ungefähr. Ja. So. Der Michael gönnt sich ein Bier. Komm, bin ich dabei. Auf die Altersklasse, Prost! Prost, Prost. Ja, Gott. Wir sind hintereinander, da ist das egal. Ja, super! Nach vorne beginnt die fiese Rampe. So, da ganz vorne läuft Claudia. Im Kampf um die Altersklasse. Und da steht wieder eine Kombo. Dankeschön! Freut mich doch immer, wenn es gefällt. Super, danke. Kleiner zusätzlicher Verpflegungsstand, super. So schön so läuft das, der ist, aber im Moment mache ich es gar nicht. Schön noch weiter entlang. Die ist gleich hoch hier zur Kirche. Oh, da kommt die Treppe ins Wohngebiet, sehr schön. Deine Frau ist schon weg. Ja, da macht nichts, das weiß ich. Die ist auch fit. So, ich glaube, da vorne kommt die blaue Wand wieder. Nee, ist nur Treppe. Ja, die Videobearbeiter. Und wieder ein Stückchen Trail. Ja, ist halt immer so schön, im Wald, da sind die Räuber und die klauen die Pace. Geile Stimmung wieder hier am Berg. Sauber! Und da kommt die nächste Rampe. Schöner Blick in die Gegend hier, wenn ich der Verpflegungspunkt wäre. Danke sehr. Ja, mache ich. Klar drehe ich einen Film. Ist richtig dunkel hier im Wald. Kommt man Film gar nicht so rum. Und schon wieder ein Zuschauerpulk hier. Super! So, fährst du, sorry. Go, Melle! Sauber! Ja, alles Sadisten hier am Berg. Ja, ja, schönen Dank. Trotzdem. Na, da waren es nur noch 8 von 22. Geht doch. Und da vorne ragt schon der Schornstein des stillgelegten Kraftwerks in Büren auf. Ja, bereits 1942 wurde hier oben im Bau eines Kraftwerks begonnen. Vorwiegend zunächst, um den Strom der Zeche zu decken. Krieg unterbrach das dann, wurde dann Anfang der 50er fertiggestellt. Das war das erste Kraftwerk. Schon hier seht ihr es bereits das dritte. Ging 1985 in Betrieb. Und ist das Ding. 2021 vom Netz gegangen. Und da haben wir den Förderturm der alten Zeche. Die Zechengebäude. Genau wie Prosper Haniel in Bottrop wurde auch 2018 letzte Kohle gefördert. Glück auf. Bisschen Bergbauromantik im Vorbeilaufen.
Berg ab ist gerade auch nicht ideal für mich. Egal, ist aber leichter. Ja, gut gelacht. Alter Schwede. Wie gut, dass wir allein Aufzug in der Ferienwohnung haben. Eine Treppe hoch ist wirklich scheiße. Doch, ja auf. Die letzte Wasserstelle. Danke. So, jetzt kommt noch ein bisschen Trail. Und dann geht's runter zum Marsee. Der wird ja super für mein Knie hier. Ich sag, es wird ja super für mein Knie gerade hier. Aber egal. Aber macht das sonst so einen Spaß? Geh mal vorbei. Bin ich so flott. Alter Schwede. Ja, 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 ja. Ist die weit. Ja, genau. Inzwischen tut selbst der Berg hochmarschieren weh. Scheiße. Dankeschön. Ich kenne dich. Herrliche Aussicht hier auf Ibbenbüren. Jawohl, ja. Dankeschön. Super! Es geht nur noch bergab. Das ist aber auch aufpassen angesagt. Eigentlich haben wir ein Geläuf jetzt hier, aber das geht leider nicht. Ich aufpasse, dass ich morgen ankomme. Ah, super, noch Treppen runter. Geht vorbei, Leute. Ja, ich hab's gesehen. So, ein paar Knie aufpassen hier. Ach, gut, wunderbar. Hier der Hohlweg noch, dann sind wir raus aus dem Wald. Vorsicht jetzt hier. Ah! Ach, Scheiße. Ich heiße Thomas. Danke. Dankeschön. Super! So, jetzt geht's runter zum Aasee. Mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen laufen kann. Jetzt nicht übertreiben und dann sehen wir mal weiter. Sehr schön hier auf Straßenrand. Dankeschön! Steht er wieder! Letzten Meter. Ich mich auch. Jetzt geht's runter zum Aasee noch ein paar Meter und dann haben wir's. Dankeschön. Der Aasee. Und die hat 17 bis 20 Minuten Vorsprung, die kann überhaupt keiner reinholen. Bleibt Dritter aus, die macht eine tolle Tour hier. Markus Kleine-Bornhoff ist da. Vom SV. SF Lechtingen. Sieht man das? Nein, das sieht man nicht. Halle, Laura Horst. Ja eben. Hab ich eigentlich seit Jahren gemacht. Jetzt schreibe ich am nächsten Morgen mit uns zusammen. Wobei morgen wird krank. Mal gucken. 2:44 Uhr oder war ich da gelesen? Wann warst du denn drin, in welcher Zeit? Wow, jetzt haben sie sich abgesprochen. Sabrina Sonnenberg aus Arnsberg. Herzlich willkommen. Thomas Gerg von Dickenberg. Klasse, Thomas. Und mit der 480 Andrea Hirsch von der LG Emstetten. Markus Borgmeier aus Jörgsmarie-Lütti. Ja, die Andrea Hirsch. Und der nächste geht auch zu den passionierten Langstreckenläufern Vinzenz Brümmer, Altersklasse 65, Vinz, klasse. Und Peter Kaiser lässt hier den Vortritt, ganz der Gentleman heute wieder. Und wir waren ab vom gleichen Verein, herzlichen Glückwunsch. Und die Top schaffen. Ha ha ha!
Birgit Fiekmann auch. Und wir freuen uns, dass wir euch hier haben. Raphael Terk aus Ibbenbüren. Mit ganzer Familie heute. Hey. Das ist ein Ziel. Und mit der 114, Josina Ernst-Dieterik aus HAC 63 aus den Niederlanden. Das Lied von Marc zum Geburtstag. Man nennt ihn auch den El Bandi aus Essen. Noch Schuhe an. Aus dem Dicken vom Dickenberg, wo wir gestern waren. Kerstin Gisick ist eine davon, die war ganz hart. Ich glaube, nimm mal einen Dreier, pack hier ein, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch. Klasse. Zweite der Altersklasse, 75, Fabel zu Liga. Ja, 4 Kilometer. Hey, Dackel, hä? Alles klar? Nein, du bist kein Brauereidackel. Nein, ich bin schon so eine Uhr lange. Eben unterwegs ist er wieder an einer uns vorbei und meint, ah, ihr gehört doch zu Thomas Team, oder? Und wir so, ja. Ja, und mit diesen schönen Bildern vom Aasee verabschieden wir uns von der 5. Etappe. Freue mich auf die Schlussetappe. Ja, die Silke, die kennt sich schon in der hiesigen Gastro-Szene aus. Da ist doch mal der Rest von der blauen Wand. Haben wir jetzt ein Bild noch gemacht? Jawohl, ja, sauber!